ist mit diesem Ohrring? Mann. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinen Top 5 Jugendthrillern, also Büchern, die jetzt nicht so blutig sind, dass du davon die schlimmsten Albträume deines Lebens bekommst. Falls sowas etwas ist, was dich interessiert, bleib gerne dabei und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Die erste Jugendthriller-Reihe, die ich vermutlich niemals gelesen hätte, wenn ich sie nicht damals als Rezensionsexemplar bei der alten Arbeit zugeschickt bekommen hätte. Oh mein Gott, was ist das für ein langer Satz? Jedenfalls geht es um die Secrets-Reihe, wo es um Emma, Cassie und Marie geht. Ich lese mal vor, was hier steht, weil ich es ganz gut finde. Ich habe nämlich Angst, dass ich sonst Spoiler. Emma, Cassie und Marie sind allerbeste Freundinnen. Aber Marie hat ein Geheimnis. Emma lügt und Cassie hat einen gefährlichen Feind. So, es ist jedenfalls so, dass Marie nach den Sommerferien nach Australien gehen will. Und die drei Mädels wollen halt zusammen nochmal diesen Abschied feiern, mit anderen Leuten noch zusammen. Aber eine der drei wird diese Feier nicht überleben. Diese Bücher sind aus drei verschiedenen Perspektiven geschrieben. Hier geht es, wen Emma hasste, um die Perspektive von Emma. Und im nächsten Teil geht es um die Perspektive von Cassie. Und im dritten Teil geht es um die Perspektive von Marie. Wer stirbt, sage ich dir nicht. Aber es ist sehr, sehr spannend. Und ich finde, dass eine bestimmte Atmosphäre in diesen Büchern herrscht, die mich irgendwie gefühlt um 10 Jahre hat jüngern. Eltern? Hä? Wie nennt man denn das? Dass man sich jünger fühlt? Oh mein Gott. Ich habe mich jedenfalls selber wieder wie 16 gefühlt und dachte so, boah, mega spannend irgendwie. Es gibt dazu halt auch Lieder, die Marie hört, die mega gut passen. Ich finde, die Bücher sind auch echt schön aufgemacht. Also es gibt hier so Tagebucheinträge. Also das ist nur jetzt am Anfang, ne? Das ist jetzt nicht im Buch drin, aber so vorne und hinten sind hier so Tagebucheinträge. Es geht eben darum, aufzuklären, wie es zu diesem Unfall oder Mord oder was auch immer es ist, kam. Wer welches Geheimnis hatte, wer was darüber wusste und warum man das nicht verrät. Hat mir mega gut gefallen und falls du so einen kleinen Einstieg in Thriller brauchst, denke ich, ist das was, was dir ganz gut gefallen könnte. Noch eine Reihe, die mich früher auch in die Thriller-Welt reingeführt hat, ist die Reihe um den Erdbeerpflücker. Und ich halte jetzt bewusst nicht den Erdbeerpflücker in die Kamera, sondern den Scherbensammler, weil das mein liebstes Buch von Monika Feeth ist, was ich damals auch als erstes tatsächlich gelesen habe aus dieser Reihe. Macht aber schon auch Sinn, mit dem Erdbeerpflücker anzufangen. Ich möchte dir trotzdem erzählen, worum es hier geht. Es geht nämlich um Mina, ein Mädchen, was ohne Erinnerung neben der Leiche ihres Vaters aufwacht. Und dann geht es um Jette. In diesen Büchern geht es übrigens immer um Jette und Merle. Das wirst du dann aber mitkriegen, wenn du sie liest. Und Jette findet dieses Mädchen in ihrem Garten und will ihr natürlich helfen. Und nach findet sie aber heraus, dass Mina nicht unbedingt gefährlicher, aber geheimnisvoller ist und dass mehr hinter ihr steckt, als sie am Anfang dachte. Und dass es für sie persönlich dann auch gefährlicher wird, als sie am Anfang dachte. Natürlich kann ich dir jetzt nicht verraten, wie die Geschichte endet und was es mit Mina auf sich hat, aber lass dir gesagt sein, es ist mega spannend, es ist mega interessant und es packt dich, ohne jetzt super schlimme, blutig zugerichtete Leichen, auch wenn es natürlich um die Leiche von jemandem geht irgendwie, aber es ist super spannend geschrieben. Monika Feeth schafft so eine eigene Atmosphäre in diesen Büchern, wo ich mich immer irgendwie so ein bisschen in den Sommer zurückversetzt fühle. Ganz, ganz toll. Ich kann es nicht beschreiben. Du musst es selber fühlen, wenn du es liest. Es ist ein ganz bestimmte, du sitzt da und es ist eine ganz bestimmte, Atmosphäre, die dich befällt. Vielleicht geht es dir auch so. Ist auf jeden Fall mal einen weiteren Blick wert. Die nächste Reihe, die mich damals total in den Bann gezogen hat, ist Das Tal von Christina Kuhn. Hier geht es um das Grace College und darum, dass irgendwie einfach total der verrückte Ort ist und auch irgendwie so ein bisschen spooky. Als die neuen Studenten an diesem College ankommen, gibt es natürlich eine Einweihungsfeier in einem Bootshaus, ist ja ganz klar. Und es ist aber so, dass ein Mädchen in einen See dort springt und durch einen Strudel runtergezogen wird. Und die Studenten merken aber, dass irgendwas an diesem Ort einfach nicht stimmt. Irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders, irgendwas ist gefährlich. Und es geht darum, dass diese Studenten aufklären wollen. Und Studenten, damit sind jetzt nicht irgendwie 28-Jährige gemeint, so eine Alten wie ich, sondern so 16, 17, 18-Jährige, die aufklären wollen, was eben an diesem Tal so besonders ist. Es passieren immer mehr komische und mystische Sachen. Du erfährst die Geschichten aus verschiedenen Perspektiven. Und das ist halt, das Spiel ist quasi der Auftakt von dieser Reihe. Es gibt 8 Bücher dazu. Mir hat zwar die Aufklärung am Ende nicht so mega gut gefallen, aber mir hat quasi Season 1 davon, das sind die ersten 4 Bücher, echt richtig gut gefallen. Und Christina Kuhn hat da echt was mega cooles geschaffen. Also schau dir das Tal mal ein bisschen genauer an.
ist eher mit so ein bisschen übernatürlichen Sachen, aber jetzt nicht irgendwie, dass da ein Geist auf einmal durch die Wand kommt, sondern so, du denkst so, oh, irgendwie, das ist hier total mystisch. Mega gut geschrieben, ich mag den Schreibstil, ich mag die Charaktere und ich mag es, dass man überhaupt nicht darauf kommt, was am Ende dahinter steckt. Lohnt sich, finde ich, zu lesen, falls du Bock auf so einen Jugendthriller hast. Sonst würdest du vermutlich dieses Video nicht gucken. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Auch ein Buch, was ich von alleine vermutlich gar nicht unbedingt gelesen hätte, was ich damals auch bei der alten Arbeit als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe, ist Schöne Mädchen brennen nicht von Lynn Weingarten, wo es um die Freundschaft zwischen Lynn und Delia geht. Das ist schon eher so eine manipulative Freundschaft und eines Tages ist es so, Lynn und Delia sind eigentlich total zerstritten, sprechen nicht mehr miteinander und Delia stirbt. Es sieht alles irgendwie nach Selbstmord aus und dass sie sich in einem Schuppen angezündet hat. Und das kann June aber irgendwie gar nicht so richtig glauben, weil sie halt eigentlich weiß, ey, niemals im Leben würde die sich selber abfackeln, weil sie einfach Angst vor Feuer hat. Und sie möchte natürlich diesen Fall aufklären und stößt dabei auf ziemlich viele Geheimnisse. Es spielt auch in der Vergangenheit, damit du so ein bisschen begreifst, was das eigentlich für eine Freundschaft zwischen den beiden ist. Was passiert ist, wie Delia tickt, wie June tickt und... Es hat mich mega in den Bann gezogen. Ich habe es wirklich an einem Abend irgendwie durchgelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, wie es zu bestimmten Sachen kommt. Es gibt auch eine Wendung in dieser Geschichte, mit der ich null gerechnet habe, die dieser ganzen Geschichte einen komplett anderen Charakter verleiht, als man es am Anfang denkt. Und deswegen gehört es hier rein. Es ist nicht mega blutig, deswegen passt es auch zu Jugendthrillern, also keine Sorge, hier hast du nichts mit irgendwelchen entstellten Leichen zu tun. Trotzdem ist es aber genauso spannend, als würde es um entstellte Leichen gehen. Liest sich schnell weg, ist eine richtig coole Geschichte, die man mal an einem Abend oder an zwei oder an drei oder wie lange man auch immer dafür braucht, lesen kann. Und zu guter Letzt noch ein Buch, was ich auch schon öfter erwähnt habe, was trotzdem hier auf jeden Fall reingehört. Whisper von Isabella Bedi, wo es um Noah geht, die mit ihrer Mutter zusammen die Ferien in einem alten Haus auf einem Dorf verbringen soll. Sie hat eigentlich überhaupt keinen Bock darauf und denkt sich, um Gottes Willen, Mutter, ey, was hast du dir hier schon mehr ausgedacht, ja? Natürlich geht sie trotzdem dahin, sie tauft dieses Haus, in dem sie wohnt, Whisper, es ist 500 Jahre alt. Und sie lernt einen Typen kennen, mit dem sie zusammen so eine Geisterseance abhält. Und da stößt sie auf den Geist von einem Mädchen, was vor 30 Jahren ermordet wurde. Und sie möchte natürlich rausfinden, was damals passiert ist. Es geht um den Dachboden dieses Hauses, denn das Mädchen, also der Geist dieses Mädchen, behauptet, auf diesem Dachboden ermordet worden zu sein. Und Noah und ihr neuer Freund David, den sie eben in diesem Dorf kennengelernt hat, wollen das natürlich aufklären. Es ist so spannend gewesen. Es ist ein sehr, sehr dünnes Buch, also es liest sich auch schnell weg. Es ist nicht so ein fetter Schinken, wo man erstmal 3 Jahre für braucht irgendwie. Was soll ich sagen? Die Charaktere sind toll. Du fieberst mit. Du willst auch diesen Fall aufklären. Du fragst dich dann irgendwie auch so, oh Gott, was würde passieren, wenn ich jetzt hier so eine Geisterseance abhalte? Würde ich dann vielleicht auch irgendwelche Geheimnisse aufdecken? Das hat so, ja, mein 16-jähriges Ich irgendwie getriggert, weil ich damals auch öfter so Geistesjungs und abgehalten habe und immer gehofft habe, dass irgendwas passiert. Und Isabella Bedi hat sowieso eine Art und Weise zu schreiben, die sehr fesselnd ist, die sehr besonders ist. Und ich denke, dass es was für dich sein könnte, auch wenn ich dich nicht kenne. Aber ich fand's mega gut und schau es dir gerne mal an. Ich fand das gut, meine Schwester fand das gut und alle, die ich kenne, die es gelesen haben, fand das gut. Das muss schon was heißen, ne? Ja, das waren meine Top 5 Jugendthriller. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Mich würde wie immer interessieren, ob du eins der Bücher schon gelesen hast. Und wenn ja, wie du es fandest, teile mir auch gerne deine Tipps mit für Jugendthriller, die es sich noch lohnt zu lesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao.